Das Beste aus den Tritten einer Rute oder eines Bruders herauszuholen, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines guten Kletterers. Das bedeutet auch, dass man in der Lage ist, einen effizienten Fußwechsel zu machen, wenn der nötig sein sollte. Meiner Meinung nach gibt es dafür drei Standardmöglichkeiten und die möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Moin Leute, hier mal wieder Ralf von grundkursbouldern.de. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zum nächsten Eintrag in meiner Boulder Basics Serie. Also der Reihe, in der ich die Klettergrundlagen erkläre, die natürlich besonders interessant für Einsteiger ist. Aber dieses Video ist natürlich auch für die Leute interessant, die nochmal eine Auffrischung wollen in Sachen Fußtechnik, die da vielleicht noch Probleme haben, obwohl sie schon ein bisschen länger mit dabei sind. Und für das Video war ich logischerweise mal wieder in der Halle, habe einen Boulder gefilmt und noch so ein paar Einzelzüge, an denen ich einfach mal ganz gut zeigen kann, welche Möglichkeiten man hat, wenn man einen Fußwechsel machen muss. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los und schauen uns den ersten Boulder an. Mein Beispielboulder hier ist der grüne im Bild. Und der ist ganz interessant, weil man sich hier immer wieder neu positionieren muss und gute Fußpositionen suchen muss, um die einzelnen Züge zu machen. Denn die Griffe sind teilweise zur Seite rotiert und das heißt, man muss Hüftbewegungen machen, Körperschwerpunkt verlagern und da ist eben eine gute Fußarbeit wichtig. Zugegebenermaßen muss man den nicht unbedingt genau so klettern, wie ich das hier vormache. Ich habe nochmal ein, zwei Fußwechsel mit eingebaut, einfach um die besser zeigen zu können. Die erste Variante, wie man es machen kann, sehen wir hier gleich am Start. Das ist nämlich der Fußwechsel durch Doppeln. Diese Variante ist meiner Meinung nach eine technisch sehr schöne Lösung für Fußwechsel. Sie braucht allerdings auch ein kleines bisschen Vorplanung. Das heißt in dem Fall, dass man den zuerst gestellten Fuß so auf den Tritt stellen muss, dass man ihn später noch bewegen kann. Ich stelle also nur meine Schuhspitze auf den Tritt und sobald ich meinen anderen Fuß wechseln will, drehe ich den Fuß so leicht zur Seite und mache damit Platz für den anderen Fuß, kann den dann stellen, während der erste noch auf dem Tritt steht und diesen dann wegziehen, sobald der zweite guten Kontakt hat. Und genau das gleiche kommt später am Boulder nochmal, genau diese Sequenz hier, nur dass hier der Tritt nochmal ein kleines bisschen größer ausfällt und das die ganze Sache erleichtert. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Jetzt habe ich hier natürlich einen Tritt gehabt, der relativ groß ist und gleichzeitig hatte ich auch die Möglichkeit, viel mit den Armen zu entlasten, aber es funktioniert auch bei Bouldern, bei denen man voll auf dem Fuß steht, das habe ich zum Beispiel hier in dem Grauen. Da muss ich so von links nach rechts durchqueren am Pfeiler entlang und da kann ich den Fußwechsel genauso machen. Auch da ist es halt wichtig, dass ich von vornherein den Fuß so präzise stelle, dass ich ihn später noch drehen kann, den rechten, um den linken dann dazu zu bringen. Wie gesagt, ich finde, das ist eine recht elegante Variante, die noch dazu in fast allen Wandneigungen funktioniert. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Tritt ausreichend groß ist, damit man wirklich beide Füße stellen kann. Und dann kommen wir direkt zu Variante Nummer 2 und das ist der dynamische Fußwechsel. Und da verrät der Name ja schon ein Stück weit, was man tut. Man springt so ein kleines bisschen vom Tritt ab und zieht den bis zu diesem Zeitpunkt stehenden Fuß zur Seite, um Platz für den anderen zu machen. Und der landet dann auch wieder mit Schwung auf dem Tritt. Hilfreich ist es dafür, den freien Fuß schon mal über den stehenden Fuß zu bringen, so nah wie es geht, und den dann mit etwas Schwung wegzuziehen. Diese Lösung bietet sich immer dann an, wenn das Doppeln des Tritts nicht möglich ist, entweder weil der Tritt schon ein bisschen zu klein dafür ist oder weil er einfach in einer Position hängt, in der das nicht funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass man dabei präzise ist, in dem Moment ein bisschen Körperspannung aufbaut, um einfach direkt den Fuß gut stehen zu haben, wenn man landet und nicht nochmal irgendwie durch Drehen und hin und her wackeln nachjustieren zu müssen, was viel Zeit kosten würde. Auch dieser Fußwechsel funktioniert im Grunde in allen Wandneigungen, wobei ich ihn zum Beispiel auf der Platte nicht so gern machen würde, weil wenn dann die Tritte doch eher klein sind und man so rumhüpft, dann ist das Risiko, wenn man nicht so ganz trifft, dass man abrutscht relativ hoch und an der Platte runter zu rutschen, ist vielleicht auch nicht die schönste Vorstellung, die man haben kann. Und auch im totalen Gegenteil von der Platte, nämlich im Volldach, ist diese Variante nicht unbedingt die schönste, ganz einfach deshalb, weil in dem Moment, wo man den Fuß quasi vom Tritt runterzieht, man natürlich den Trittkontakt komplett verliert und dann das Risiko recht hoch ist, dass man einfach aus der Wand rauspendelt und wenn man den anderen Fuß dann stellt, auf einmal sehr viel Kraft aufbringen muss, um den nicht wieder zu verlieren. So, bevor wir jetzt zu Variante Nummer 3 kommen, möchte ich nochmal kurz was in eigener Sache sagen. Falls ihr Einsteiger seid und euch mit den Grundlagen des Boulderns beschäftigen wollt, dann kann ich euch nicht nur meinen Kanal empfehlen, sondern auch mein Buch Grundkurs Bouldern, das quasi für den Kanal Namenspate gestanden hat. Da sind alle möglichen Sachen, die für Boulder-Einsteiger interessant sein können, auf 110 Seiten kompakt zusammengefasst. Das geht los von der Ausrüstung, die ihr braucht, über Etikette in der Halle, bis Technik und Tipps für den Umgang mit Wehwehchen und Problemen, mit denen man als Anfänger es häufiger mal zu tun bekommt. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache und die 43 positiven Amazon-Rezensionen, die sich dann in den letzten Jahren angesammelt haben, sprechen auch für sich.
Wenn ihr Interesse habt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr nämlich den Link. Und jetzt weiter im Text. Und damit wären wir dann auch schon bei Variante Nummer 3, nämlich dem Fußwechsel mit Zwischentreten. Und dafür habe ich diesen Einstieg einer Kletterroute gefilmt, weil die sich dafür super angeboten hat. Ich quere also hier erstmal auf den schwarzen Tritten und dann kommt eine Situation, in der ich meinen Fuß ganz gern wechseln möchte. Und was ich da mache, ist mit dem rechten Fuß in die Wand zu treten, um den linken zu entlasten. Dann kann ich den runternehmen, stelle den kurz in die Wand und kann dann meinen rechten Fuß setzen. Und auch wenn das jetzt im Video ein recht großer Tritt war, bietet sich diese Variante vor allem bei sehr, sehr kleinen Tritten an. Also draußen zum Beispiel am Feld hat man sowas häufiger. Oder auch in der Halle, wenn das so ganz, ganz kleine Tritte sind, die mit Holzschrauben befestigt wurden. Denn die sind so klein, dass man einerseits keinen dynamischen Fußwechsel machen möchte, weil man dann sehr, sehr präzise dann drauf springen muss und das Risiko halt durch diesen Schwung abzurutschen recht hoch ist. Und weil die eben auch so klein sind, dass man keinen Fußwechsel durch Herunterdrehen machen kann. Also wenn ich da meinen Fuß drauf drehe, dann stehe ich nur noch auf einem Millimeter Fußspitze. Das ist alles nicht ideal, kann man natürlich theoretisch machen, aber noch schöner ist es halt, wenn man gegen die Wand treten kann. Wichtig dafür ist, dass man die Hüfte ein bisschen aus der Wand rauslehnen kann, um Druck in die Fläche bringen zu können, damit die Füße da nicht abrutschen dabei. Das funktioniert besonders gut in der Platte. Eine Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die Griffe so gut sind, dass man es tatsächlich auch schafft, sich ein bisschen rauszulehnen, ohne dann die Griffe zu verlieren. Eher schwierig wird es, wenn die Wand überhängend ist. Das mag dann noch bei nicht ganz so stark geneigten Wänden funktionieren, weil man es da noch hinbekommt, gerade so den Druck vielleicht in die Wand zu bringen. Aber sobald das so 30, 40 oder mehr Grad sind, dann hat man da eigentlich fast keine Chance mehr. Also ist das vor allem eine Variante für gerade Wände und für Platten. Okay, das waren die drei Techniken, die ich am häufigsten nutze, um Fußwechsel durchzuführen. Falls du noch irgendwelche anderen kennst, dann schreib es doch jetzt in die Kommentarspalte, damit auch andere von deinem Wissen profitieren können. Falls du sonst irgendwelche Wünsche, Fragen, Anregungen oder irgendwas hast, dann schreib auch das in die Kommentarspalte. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Und an diesem Punkt bin ich dann mit diesem Video für diese Woche durch. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Viel Spaß beim Klettern und wie immer natürlich maximalen Grip.